Jo Leute, ich bin Surfies und willkommen zur zweiten Folge von The Forest. Diese Folge nehme ich recht zügig nach der ersten Folge auf. Das heißt, ich konnte nicht auf eure Tipps und so eingehen, falls ihr welche geschrieben habt. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt die zweite Folge und in der ersten Folge hatten wir diesen schönen Spot hier gefunden, wo wir unsere Base jetzt aufbauen werden. Wir haben dann dieses ganz coole Baumhaus gebaut, wo wir jetzt sicher sein können. Und ja, dazu haben wir noch ein bisschen die Steuerung und alles kennengelernt, die ganze Welt hier. So, auf jeden Fall möchte ich in dieser Folge ein bisschen die Umgebung erkunden und mal schauen, ob es noch irgendwo noch mehr Loot gibt. Dazu wollen wir uns eventuell eine coole Waffe bauen. Wir schauen mal, was man sich so alles aufbauen kann. Und eventuell bauen wir noch die Basis aus. Ich würde sagen, wir wollen erstmal was essen, oder? Weil wir haben Hunger und Durst. Oh Gott, ich bin im Feuer. Ich glaube, ich bin im Feuer. Okay, aber Wasser hilft. Ich glaube, wir müssen das Feuer nicht so nah ans Baumhaus platzieren. Ach! Okay, mit R können wir hier durchscrollen. Und ich würde sagen, wir legen dann mal was drauf. Die Frage ist jetzt, wie lange müssen wir darauf warten? Oder wie können wir das essen? Aber wir wollen erstmal was trinken. Ganz entspannt. Zack. Jetzt sind wir aber voll getrunken. Und wir können E gedrückt halten. Und wir haben was genascht. Hier können wir einen Check hintermachen. Wir schauen mal in unser. Ah ne, das war ja nicht im Überlebensbuch. Das war hier im Inventar. Was können wir hier machen? Wir können eine brennende Waffe machen. Alter. Vergiftete Waffe. Ja, tu mal weg. Stöcke. Wir können einen Speer machen. Pfeile. Eine Keule. Alter, was kann man hier alles? Craften, Jung. Wir wollen eine handgemachte Axt machen. Dafür brauchen wir einen Stein noch. Und ein Seil. Warte, Seil war ja. Zack, 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 zack. Ups. Ja. So, so und so, ne? Und wir haben eine Axt. Alter. Okay, die sieht eher nicht so stark aus. Aber ich hoffe, die ist gut. So, und ein Speer war auch einfach, ne? Ja, rüsten wir ihn mal aus. Okay, krass. Ich glaube, Speer ist ein bisschen mehr Reichweite. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal schön die Umgebung erkunden, oder? Aber bevor wir das natürlich machen, schauen wir nochmal, womit wir weiter planen können an der Base. Was wir Cooles so bauen können. Ein Hasenkäfig. Boah, ein Lager wäre vielleicht schön so. Ich überlege mir auch, hier unseren Baum zu umzäunen mit so einem Wall. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Erkundungstour. Wir wollen erstmal alles kennenlernen. Okay, hier ist ja so ein kleiner Teich. Aber hier ist so eine kleine freie Fläche, ne? Ist direkt an unserem Baum. Zack, hier hoch. Ach, wie gesagt, Leute, checkt unbedingt die erste Folge ab, falls ihr sie verpasst habt. Lasst ein Like dafür mehr und abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen. Okay, auf jeden Fall schlägt sich die Axt deutlich langsamer, muss ich sagen. Ich frage mich, ob die Gegner überhaupt auch existieren. Was ist hier? Okay, hier sind so Steine. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Höhle. Oder zumindest die Nähe einer Höhle. Hier ist so ein Weg. Alter, was ist das? Das ist ja so ein kompletter Krater. Stimmt, hier gab es ja so einen Krater, Junge. Alter, aber wie ist das denn passiert überhaupt? Creepy. Und da hinten sind Berge und so. Okay, hier ist so ein Fluss. Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar ist mir mitten in der Folge jetzt die Aufnahme leider weggebrochen. Und zwar, die ist mir da weggebrochen, wo ihr die letzte Szene gesehen habt. Und das Ding ist, es ist zwar blöd, aber es ist auch nicht sehr viel passiert. Und zwar, wir haben da ein bisschen die Umgebung erkundet. Da gehen wir gleich wieder hin, keine Sorge. Und danach bin ich halt zurück zur Base gelaufen, um da noch ein bisschen was zu ändern. Und zwar haben wir hier zwei Schädellampen gebaut, die ich ganz cool finde. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Dazu haben wir hier noch ein bisschen gechillt, bisschen geguckt, was wir bauen könnten. Oh Gott. Kurz ins Wasser. Wir haben was gegessen. Und ganz wichtig, ich habe einmal ein Stocklager gebaut. Da können wir jetzt unsere Stöcke sammeln. Plus, wir haben noch ein Steinlager gebaut, wo wir unsere Steine lagern können. Ja, und ansonsten ist nicht viel passiert. Wir legen uns kurz etwas aufs Feuer, weil es ist schon der nächste Tag. Ja, und wir trinken was. Aber jetzt ist noch kurz der Plan. Wir gehen da nochmal hin, wo wir waren. Und erkunden da nochmal. Bam. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Das Ding ist,
Dadurch, dass die Aufnahme weggebrochen ist, verlieren wir noch mehr Zeit und so, beziehungsweise an Tagen in the Forest. Das ist so nervig und das Schlimmste bei YouTube ist, wenn so eine Aufnahme oder so wegbricht. Das ist immer eins der schlimmsten Sachen. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert. So, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass wir die erste Höhle frühestens in der nächsten Folge suchen werden. Weil ich glaube, die sind ein großer Bestandteil von dem Game. Oh Gott! Das sind Gegner, oder? Alter! Wie gruselig sind die denn und wie schnell? Okay, das ist geisteskrank. Hier waren wir zuletzt. Das ist wirklich geisteskrank. Ich höre die. Hinter uns? Ja. Oh Gott, das war ein Reh, oder? Okay, da. Angriff. Okay. Alter, ist es krass. Oh Gott. Angriff. Wie krass sind die in Ausweichen? Okay, die ist tot. Nee, noch nicht. Ist sie jetzt tot? Digga, wie viel tanken die denn? Junge, die sind richtig gruselig. Wie soll das denn in Höhlen sein? Alter, ist das krass. Ich frage mich auch, wie viele es von denen gibt und wo die hier sind. Hier geht's hoch, Leute. Und es ist gerade windig in dem Game, ne? Es ist gerade ein bisschen windig. Oh Gott, was ist da hinten? Ich glaube, das ist ihre Base. Ich glaube, wir haben ihre Base gefunden. Das ist ein Dorf, ne? Und das ist auch sehr, also nicht sehr nah, aber schon nah an unserer Basis, Junge, was bauen die hier? Zack. Zack. Die Stöcke können wir aber gebrauchen. Okay, ist hier einer? Ich habe gerade voll Schiss. Aber vielleicht gibt es hier ja Loot. Okay, hier hängen auf jeden Fall Seile. Zack. Steine. Aber hier ist nicht viel Loot, ne? Und hier ist auch keiner, ne? Sind die alle weg? Hier sind noch mehr so Abschreckungsdinger. Oder wie man die nennt. Ach, und falls die Folge etwas kürzer sein wird, dann tut's mir leid, weil ich habe dadurch, dass die Aufnahme weggebrochen ist, ein bisschen den Überblick verloren. Und wie gesagt, lasst ein Like dafür mehr. Und schreibt bitte Tipps in die Kommentare. Oh Gott. Jetzt fängt's noch an zu regnen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Rückweg, oder? Vielleicht finden wir ja da noch was auf dem Weg. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen die Umgebung erkundet. Und ich würde sagen, nächste Folge fangen wir dann an, nach einer Höhle zu suchen. Das ist mein Plan für die nächste Folge. Und ansonsten, keine Ahnung, vielleicht weiter ausrüsten, vielleicht noch was bauen, aber wir schauen einfach spontan. So, wir machen uns schön auf den Rückweg. Aber wir haben unseren ersten Gegner gehabt, ne? Wir haben schon mal gekämpft. Aber ich finde, die Axt ist irgendwie gut. Die macht irgendwie Bock. Die ist zwar langsamer, aber die gibt, glaube ich, gute Hits. So, wir sind wieder da. Schön, wieder da zu sein. Erstmal unser Lager auffüllen. Guckt, ich zeige es euch nochmal. Mit C können wir da Sachen reinlegen und mit E können wir die rausholen. Die halten aber auch ordentlich aus. Boom. So, jetzt überlege ich, was wir noch bauen könnten. Dann schauen wir mal in unser Buch. Boah, wir können einfach Molotow-Stolperdrahtfallen bauen. Oder sowas. Haben wir eigentlich was Neues auf der To-Do-Liste? Finde und koche Essen haben wir abgehakt. Finde Timmy haben wir nicht abgehakt. Baue dein Lager haben wir auch nicht abgehakt. Verteidigungsanlagen sollen wir bauen. Finde einen Weg in den Kessel. Ach, ich glaube, damit ist der Krater da gemeint. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Okay. Ja, diesen Zielen widmen wir uns im Laufe des Projekts. Und ich finde, das Projekt macht bisher Spaß, aber es ist auch sehr gruselig, muss ich sagen. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Design findet. Und dann würde ich sagen, beenden wir langsam die Folge. Damit würde ich sagen, das war's mit der zweiten Folge von The Forest. Das ist gerade voll laut, ne? Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus, Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta, alles in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt mir weiterhin Tipps in die Kommentare. Habt noch einen schönen Tag und ciao.